Hallo meine lieben Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität, da bin ich wieder, Tesla-Markus, Markus Meinschein. Heute wieder beim Buddy-Shop Stegmann und vor mir streichelt der Chef selber ein Model 3 Performance mit Keramikversiegelung. Ja, hier arbeitet der Chef noch persönlich an diesen Autos und neben mir ist der Dennis und jetzt schauen wir mal, was der Dennis hier so macht. Viel Spaß bei diesem Video. Steckt ja ganz mit dem Kopf im Auto drin. An der Superbottle. An der Suppenbottle, genau. Darauf warte ich jetzt. Grüß dich. Hi, Markus, servus. Frisch gebackener Opa, herzlichen Glückwunsch noch. Ja, danke. Oh, das weiß noch keiner offiziell, aber jetzt wisst ihr es. Entschuldigung. Jetzt mache ich sogar noch ein Video vorher, mal gucken. Ist ja ziemlich angestaubt. Immer. Das ist so. So ist besser. Ah. Ja, frisch gebackener Opa. Mila. Er hat mich gefragt, wie schwer sie ist. Über 3 Kilo auf jeden Fall. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Schön, wenn alles gut geht. Gell? Ja. Also du bist jetzt, das ist ein nagelneues Model 3 in Jawohl. Grau. Also schon ein Standard-Range haben wir hier. Gell? Und hier haben wir noch diese Superbottle. Superbottle. Das hast du gesagt, hab ich dann falsch gesagt und habe es wieder rausgeschnitten. Nee, es war gut eigentlich. Du hast mich richtig gut erwischt dabei. Ich habe erst mal überlegen müssen. Ja. Gut. Ja, was machen wir hier? Wir sind nicht wegen der Suppenbottle hier. Nein. Wir sind ja wegen was anderem. Ihr seht es vielleicht hier schon, da hat sich was geändert. Ihr kennt es vielleicht aus den Videos schon mit der leichteren Feder, dass man es leichter zudrücken kann. Mhm. Da haben wir jetzt noch ein Upgrade drin. Mhm. Jetzt bist du natürlich gerade richtig gekommen, wo es zum Test geht. Guck mal. Aha. So, einmal elektrischer Frunk. Tesla öffnet dich und dann geht's wieder auf. Ja, leider nicht, gell? Leider nicht. Also das geht über die App. Könnt ihr öffnen und schließen. Und es geht über den Homescreen. Geht's auf. Nur zu geht's leider nicht. Geht's nur über die App. Spielerei, ich weiß. Aber du, ich finde, das ist überhaupt keine Spielerei. Coole Spielerei. Also ich fummel immer so in meiner Tasche rum. Leute denken schon, ja, Taschenspieler oder so. Ne? Und ja, dann mache ich das mit dem Schlüssel irgendwie. Und ja, wenn das jetzt über die App geht oder vielleicht mit Annäherung sogar. Ne, geht nicht, ja, gell? Geht leider nicht vorne. Das haben wir Scheiße erzählt. Ja, ne? Naja. Na gut. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Was sonst noch geht, ihr könnt natürlich hier hinten drin auf den Knopf nachher drücken. Ja. Dann schließt die mit der Mechanismus oder es geht einfach so. Bis nach unten ziehen, ne? Das ist ja das, was du dann auch einbaust, das Motor. Ja, genau. Das ist schließt. Bei Model 3 haben wir nicht das Problem, dass wir die Dellen reindrücken. Mhm. Bei Model S haben wir das schon öfter gesehen, gell? So, aber das ist ja noch nichts Neues. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, ja, oder? Ja, das ist alles gut. Bei Model 3. Bei jetzt, Model 3. Jetzt. Was ist das Besondere daran jetzt für das heutige Video? Fürs heutige Video? Ah, ja, das machen wir heute bei Model S auch rein. Oh, bei diesem hier? Es gab da so einen Freiwilligen, okay. Der wollte es mal erfahren, wie das so funktioniert. Gell? Also ich würde mein Auto nie hergeben für sowas. Nein. Ne? Für solche Experimente. Eigentlich wollten wir nur den Kennzeichenhalter tauschen. Ja, genau. Schon wieder schmutzig. Also kauft Leute, kauft kein weißes Auto. Ja? Das ist ja, wenn ihr schmutzempfindlich seid. Genau. Also deswegen sind wir heute hier. Oder der Markus ist bei uns heute. Da haben wir einen Frunk einbauen, einen elektrischen. Und der sollte nachher über die App funktionieren, über den Homescreen-Button öffnen oder natürlich über den Schlüssel. Dann schauen wir mal. Wie sieht denn das aus, bevor man das einbaut? Was ich leider nicht dienen kann, Markus, ist mit dem. Oh. Das geht jetzt nur beim Model 3? Das ist halt in dem Set mit drin, dieser Fußsensor. Und dann gibt es nur beim Model 3 leider. Gut. Also hier haben wir dein Set. Was ist das alles hier? So, wir fangen hier an. Das ist der elektronische Zugmotor. Der wird hier zwischengehängt auf dein Schloss. Mhm. Ihr habt das vorher beim Model 3 gesehen, wo die Feder ist. Da wird auch das nachher eingehängt. Ihr werdet das aber sicherlich nachher noch detaillierter sehen. Und das ist das Sicherheits-Release, würde man sagen, also der Sicherheitsbautenzug. Den verbauen wir nachher so, dass man ganz normal
falls irgendwas mit der 12-Volt-Anlage sein sollte, die Haube dennoch aufkriegen, gell? Mhm. Ganz wichtig. Gut, dann haben wir natürlich hier einen Kabelsatz, das ist sehr schön an diesem Set. Das sind quasi die Originalstecker, überall verbaut. Mhm. Die tue ich quasi zwischenstecken, das sind so Y-Stecker. Und das Schöne an dem System ist, das tut kein Signal ins Fahrzeug einspeisen. Mhm. Das System nimmt quasi nur dieses Signal vom Fahrzeug auf, und verarbeitet es. Also entweder wenn das Fahrzeug jetzt Signal sendet, Haube öffnen, dann verarbeitet das System und gibt einfach Signal an die Dämpfer raus. Und daher machen wir ein paar Y-Stecker rein. Die seht ihr nachher noch detaillierter. Und das hat alles nach Hand und Fuß, weil es sind die gleichen Stecker wie Tesla sie verbaut. Dann ist das hier der Anschlusssatz. Das heißt, wir bauen nachher eine leichtere Feder ein. Eine kleinere auch vor allem, damit das mit dem Zuziehhaken funktioniert. Dann haben wir hier die Anschlusskabel. Hier können wir auf die 12-Volt-Batterie einfach Masse anschließen und den Piepser, damit ihr wisst, reagiert die Haube, reagiert sie nicht. Und nachher eigentlich der Hauptlöwenanteil an den ganzen Geschichten, an der ganzen Geschichte, sind diese Dämpfer. Schön eigentlich komplett gefertigt, wasserdicht, ohne Gummibalg, wo jetzt vielleicht mit der Zeit spröde werden könnte. Sie werben damit, die Federtechnik hier drin ist made in Germany. Sowieso sehr viel drin im Tesla Made in Germany, also dann, sind wir ja gewöhnt. Genau. Und so machen wir das mal rein und dann sind wir gespannt. Das Besondere jetzt daran ist, dass es jetzt im Model S eingebaut wird, ne? Das ist noch nicht passiert, dieses... Nein, habe ich noch nicht gemacht. Also dieses Set ist jetzt relativ neu rausgekommen für S und X. Mhm. Also X gäbe es auch die Möglichkeit, dieses Set einzubauen. Okay. Was kostet das ungefähr? Auf unserer Webseite haben wir schon die Angebote stehen. Okay. Also das Set liegt, glaube ich, bei 600 Euro im Verkaufspreis und der Einbau. Also wir sind unter 1000 Euro auf jeden Fall mit Einbau. Okay, genau. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ihr seid mit dabei. Jawohl. Ich hoffe, das ist das letzte Mal manuell. Möchtest du es selber machen? Nee, mach ruhig selber. Ich habe extra gestern das Auto gewaschen. Gut. Weil das war hier richtig, das sieht man immer noch. Alles ist wieder neuer Dreck. Ja, genau. Die Anreise ist ja etwas länger zu uns. Du, das ist das Beste an der ganzen Sache. Ich fahre ja, fahr ja so gerne durch diesen Schwarzwald durch. Also wenn einer mal mitfahren möchte von Offenburg hierher nach Villingen-Schwenning. Also muss aber, also Angst darfst du keine haben in Kurven. Ne? Okay. Gut. Oh je, das sieht wieder aus. Guck mal. Frisch gesaugt. Frisch nicht sauber gemacht. Machen wir das mal alles weg, oder? Alles gut, nee, ich zeig dir das nachher. Wir machen zuerst die ganze Verkleidung hier weg. Wir müssen hier quasi alles abbauen, dass wir einfach an das Innenleben rankommen. Guck mal. Mir fällt gerade ein, wir könnten noch laden zwischendurch, gell? Ist nicht unbedingt notwendig. Okay. Wenn der Kollege mehr Strom braucht nebendran, lass ihn ruhig. Ich kann auch noch nach Hause, genau, aber der aber hat nicht so weit. So, hallo Kamera vom Markus, jetzt muss ich dich mal kurz entführen, weil ich muss da was zerlegen. Gucken, was der Markus macht. So, jetzt, ich filme mich auch mal als Kameramann filmen. Ja, du bist auch da vorne gefilmt übrigens, gell? Alles gut. Bei Sulz schon der Supercharger umgebaut, auf V3 was? Oder sind da mehrere hingekommen inzwischen? Habe ich beim Schräg gesehen, aber ich war nicht selbst dort. Ich war auch noch nicht, eben schon länger nicht mehr in Sulz. Du sagst den ganzen Schrott mit raus, gell? Alles. Die Lüftung ist an, ne? Machen wir noch aus. Was ist denn das da für eine Bombe hier? Das da. Ach, das da, das ist dein Druckbehälter für die Luftfederung. Das da? Jawohl, das ist ein Vorratsbehälter. Mhm. Und jedes Mal, wenn dein Fahrzeug quasi die hoch- oder runterstellen möchtest. Ah, ich dachte, das ist das Wasserstoff oder sowas hier. Sieht aus wie so ein Wasserstofftank. Genau, das sind die Wasserstofftanks beim Raven, aber das ist einfach noch nicht so offiziell, dass wir jetzt da
Wasserstoffantriebe, leichte, kleine Namen wegen der Reichweitenverlängerung. Sieht ja aus wie eine Fliegerbombe. Guck mal hier, was. Habt ihr das gewusst, Leute, dass da so ein Wasserstofftank, so ein Drucklufttank drin ist? So ein Teil, ja. Also man entdeckt immer wieder neue Sachen in so einem Tesla. Jetzt sehe ich das auch mal live, wie es bei mir aussieht, ne? Immer nur in anderen Autos. Ja, das letzte Mal haben wir das beim anderen gesehen. Was läuft da jetzt? Das sind die Pumpen. Die Wasserpumpen. Und der Klimakondensator, Kompressor. Mhm. Läuft auf jeden Fall. Und die Wasserpumpen laufen ganz leicht mit. Merken wir, wenn wir drauf fassen, dass die ganz leicht mitlaufen, gell? Ja. Vibrationen drauf. Gut. Und das hier sind ja eine Original Zugmotoren für die Schlösser. Das haben wir hier. Und da müssen wir jetzt halt nachher ran. Diese Feder muss raus, die starke. Mhm. Dann kommt hier dieses Zwischenteil rein, dann kommt die Verlängerung drauf. Und dann kommt hier dieses zweite Zugseil drauf. Und kommt auf diesen Motor, der hier quasi, dieser Motor steuert euch, dass das Hauptschloss zuverriegelt. Mhm. Dieser Zugmotor steuert euch hier einfach eure Heck, die zweite Sicherung. Und wenn ihr aufdrückt, dann zieht ihr beide auf, dass ihr die Haube problemlos öffnen könnt. Und wenn ihr sie wieder nur zulegt, dann sichert quasi nur dieser Fanghaken, dass er euch nicht sofort wieder aufgeht. Aber man sollte sie natürlich immer richtig verschließen, gibt sonst böse Überraschungen. Mhm. Gut, und jetzt können wir eigentlich diese Dämpfer müssen wir ersetzen hier. Die zwei Dämpfer kommen raus und dann wird es angeschlossen. Weiter geht's. So, klatsch, klatsch, das passt. Gut, dann schauen wir mal rein. Also, das ist eigentlich das Hauptleben, ist quasi dieser Dämpfer, der das Ganze nachher retten soll. Markus, darf ich dir den kurz geben? Danke dir. Das ist quasi dann der Ersatz. Aufpassen, wenn ihr das Ding auslöst hier. Diese Federn springen euch sehr gerne ins Gesicht, wenn man nicht aufpasst. Ich gebe dir gerade noch mit. Ich hab sie. Hast du? Ja. Danke dir. Wieder neue Kabel. Neue Kabel, mehr Elektronik. Es wäre mal interessant zu prüfen, wie viel Strom zieht das. Und wie lange brauchen wir, bis die Akkuladung quasi erschöpft ist, wegen den Dämpfern? Für die ganzen Freaks. Bitte schreibt das nicht unter die Kommentare, ob ihr das wissen wollt. Weil das machen wir nicht. Also ich finde diesen Wasserstoffbehälter finde ich Wahnsinn da hinten. Also Wahnsinn. Ach ja, nochmal diese Druckluftgeschichte von dem Raven-Fahrwerk. Hat mir vorhin der Dennis erklärt. Schauen wir mal. Also, das sind die Druckluftschläuche für die Dämpfer. Da geht das rein. Das ist die andere Seite und hier unten, hier ist die Pumpe und der Verteiler. Genau, das ist alles für das Raven-Fahrwerk. So, das ist jetzt das Pluskabel. Natürlich separat abgesichert, dass hier uns nichts anbrennen kann, quasi, wenn was ein Fehler im System sein sollte. Wir haben jetzt das Fahrzeug stromlos geschaltet, dass wir ja problemlos an dem Fahrzeug arbeiten können. Wir haben keine 12 Volt Zuleitung mehr vom Hochvoltsystem. Von dem her können wir da getrost arbeiten. Was ist eigentlich das hier, wenn wir so nebenbei mal so ein bisschen gucken hier? So, das ist unsere Sicherungsbox hier vorne, genau. Und das ist eine Pyrofuse, sagt man dazu. Also, wenn jetzt der Airbag auslösen sollte oder das Airbag-Steuergerät quasi dieses Signal gibt zum Auslösen, ist das eine Fuse, die löst aus, brennt durch und darum, ja, sagen wir so, es trennt die 12-Volt-Versorgung zusätzlich. Das heißt, ihr kriegt weder Türen auf, ihr kriegt keine Heckklappe auf an dem Auto, das ist komplett stillgelegt. Und meistens muss es danach zum Bodyshop. Sehr gut. Hast du schon wieder Arbeit bekommen dann? So, das verlegen wir nachher alles schön, dass wir da noch nicht sauber hinkommen.
Schön ist an Tesla, wir haben überall Massepunkte. Eigentlich ist es ja uninteressant, das zu filmen, aber man ist ja wie, ist ja so Carporn. Ja? Man sieht ja die ganzen Schläuche gleichzeitig und man guckt eigentlich rechts und links hier so, was da so alles sich tut. Es sieht hier so nach Klimaanlage aus. Genau, richtig. Der Hochvolt angetriebene Klimakompressor. Und hier unten drunter sitzt der Motor, der Frontmotor vom Dual Drive. Ne? Was ist hier? Ist er hier? Man hat einen tollen Blick jetzt auf diesen Frontmotor. Der übrigens, also ich höre den sehr, sehr deutlich. Der ist wirklich, ja, hat einen riesen Unterschied zum alten Auto. Der hat einen deutlichen Motorensound. Vor allem so, wenn du bei 150 Gas gibst auf der Autobahn, da geht er richtig los. Dass der so, dass man richtig hört, ja, dass der arbeitet. Der summt dann, ja. Okay. So, das Verlegen, Überlegen machen wir nachher, gell? Wenn wir nachher dahin. Das Tuch übrigens ist hier nur, um hier den, das Massekabel zu schützen. Ne? Einfach nur, genau. Zusätzlich zu isolieren, dass nichts Ungewolltes passiert hier. Passiert. Genau. So, das ist jetzt eigentlich, jetzt haben wir hier Strom gerade angeschlossen. Also wir haben jetzt eine 12-Volt-Versorgung für das System. Jetzt kommt quasi unsere Signalkabel. Insgesamt 3 Kilometer Kabel im Model S. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Jetzt haben wir wieder 2 Meter dazu bekommen und ne, das sind mindestens 10 Meter wieder. Stell dir vor, das Model Y hat jetzt nur 100 Meter oder 150 Meter Kabelbaum. Ja. Wie soll das funktionieren? Ist eigentlich genial, gell? Ja. Also wir müssen aber bei Model 3 haben wir das ja schon teilweise, dass auf diesen Plus- und Minusleitungen einfach noch zusätzlich Signale übertragen werden. Und das, denke ich, wird Tesla sehr stark optimiert haben, dass einfach auf den Plusleitungen sehr viele Signale noch mitschwimmen und nachher lauter Steuergeräte diese ganze Signalgeschichte einfach wieder dekodieren und verteilen. Was ich zusätzlich gehört habe, ist, dass die viele Bluetooth-Schnittstellen haben. Das wird sogar viel über Bluetooth übertragen. Das könnte ja auch eine gute Idee sein. Gell? Ja. Auf jeden Fall wird es schwieriger, irgendwas an der Elektrik zu machen, weil man dann wirklich mit den Signalen arbeiten und sich auskennen muss. Ja. Weil anders kommt es ja nicht von, also nur noch 3% Kabel. Ja, ich finde in der Produktion natürlich genial. Also wir haben schon öfter so einen Frontkabelbaum komplett ausgetauscht. Wenn natürlich ein größerer Frontunfall passiert. Ich sage euch, das ist kein Spaß, das Ding auszutauschen. Entweder macht man vorne alles nackig, ist aber jetzt auch nichts Bestreben, sondern man fummelt da rein, dann geht es bis ans Center Control Display, die Kabelstange. Also da ist schon richtig Material verbaut. Das ist quasi jetzt hier, das ist dieser Schlosssignalgeber, der sagt Haube auf oder Haube zu. Kommt quasi einfach ein Y-Stück rein, das dieses Signal durchleitet und sich einfach dieses Signal catcht und jetzt damit weiterarbeitet. So. Wäre man natürlich schlau gewesen, hätte man es anders schon verlegt. So. Jetzt haben wir hier einen Stecker, das ist ein Y-Stecker für unseren für den Frunköffner. Das heißt, wir haben hier unsere LED-Beleuchtung und hier habt ihr den Taster. Das kommt nachher jetzt einfach hier im Verbund nachher mit rein, weil ich möchte natürlich, dass es schön sauber hier reinläuft, dass es einfach seine Ordnung hat, auch beim Ausbauen. Sonst jedes Mal, wenn man den Trunk ausbaut, hat man da einen Galama. So, jetzt hast du alles vorbereitet. So, jetzt haben wir mal den Test durchgeführt. Ob es funktioniert. Sieht natürlich jetzt aus wie Kraut und Rüben, aber das machen wir jetzt noch schön. Aber wir haben natürlich jetzt hier, wie erklärt, unser Y-Kabel, Schlosssignal. Dann haben wir unten, siehst du das mit der Kamera, genau? Genau, da sieht man sie, das ist die kleine neue Feder. Ja. Und hier haben wir zwischendran jetzt eben diesen neuen Zugmotor reingehängt. Der läuft jetzt hier lang. Den werden wir nachher hier irgendwo verbauen. Und hier kommt unser Release-Kabel hin, zum quasi diese Notentriegelung öffnen. Ja. Da schauen wir mal, wo der Markus den haben will. Und dann bleibt das ein Geheimnis. Dann haben wir hier noch eine Hupe. Ja? Genau, das ist so ein Tongeber, den werdet ihr nachher noch hören. Ja. Einfach zum Signal geben, ich öffne jetzt und Signal, ich bin vollständig geschlossen. Das einfach so als Sicherheit. Das ist jetzt unser Kontrollunit.
Also hier kriegen wir quasi unsere ganzen Signale her. Über den Taster funktioniert es jetzt, öffnen und schließen. Über die App haben wir gerade funktioniert. Über den Innenraum funktioniert es nur zum Öffnen. Und über den Schlüssel geht öffnen und schließen. Gut, und den Taster tun wir dann in den Frank reinlegen, ne? Der da kommt jetzt wieder in den Frank rein, so wie er original verbaut ist. Den kannst du jetzt, wenn du was quasi in einen Frank einlädst, drückst du den Taster. Und dann geht das auch zu? Und dann geht's zu. Ah, super. Genau. Dann haben wir die Kontrollunit, wir haben unsere Pluskabel oder unsere Stromversorgung und wir haben natürlich die Signalkabel für unsere neuen Dämpfer. Die sind, ja. Genau, und die können auch zuziehen dann auch. Und die, jetzt geht's elektrisch auf, elektrisch zu. Markus, nie wieder Hände dreckig machen im Winter am Frank. Nie wieder Dellen reindrücken oben, aus Versehen. Und dann kann ich jetzt endlich mal den Frank richtig nutzen, so mit Kabeln und so auch. Genau. Ja. Und dann einfach weggehen und schließen lassen. Gut. Gut, dann machen wir jetzt noch fertig und zeigen euch das Ergebnis. Ah, langsam. Erstmal, ich will noch was anderes sehen. Ich wollte noch mal die Lenkung erklärt haben von dir. Okay. Das Lenkgestänge. Also. Genau, wenn wir schon mal offen sind. Habe ich hier noch eine Lampe. So. Ah, ja. Also hier haben wir das beim letzten Video ja schon erklärt. Eigenproduktion Tesla, die Lenkung. Das heißt, hier haben wir den Elektromotor, der quasi bei der Lenkbewegung unterstützt und hilft, dass es nicht ganz schwergängig ist. Mhm. Natürlich haben wir noch eine mechanische Verbindung. Und die seht ihr hier. Ja? Ja. Da quasi kommt vom Lenkrad hier natürlich der Drehwinkel wird hier einmal analysiert oben über einen Drehwinkelsensor. Und hier haben wir die mechanische Verbindung vom Lenkrad zum Lenkgetriebe. Das Kreuzgelenk, da hole ich euch noch gerade was zum Zeigen. So, das ist ein altes Kreuzgelenk aus einem P85D. Mhm. Das war so fest, dass es hier diese Bewegung nicht mehr gemacht hat. Das heißt, Lenken ist sehr, sehr schwer möglich, wenn überhaupt. Jetzt war jetzt einfach unser mein Testversuch, mal zwei Wochen lang in Lauge einzulegen oder in so ein Entlackungsmaterial oder so Flüssigkeit, wie wir sie auch für unsere Lackpierpistolen zum Reinigen nehmen. Und dann einfach mal ordentlich fetten. Okay. Und funktioniert wieder. Ja. Hätte ich natürlich keinem von euch einbauen. Vielleicht in unserem Low normal, wenn es wirklich kaputt ist. Aber ihr seht, Fett hilft auf dem Bauteil definitiv. Wird man nachher bei dir auch was drauf machen, dass man sieht, das sollte man schützen, dieses Gelenk, dass es nicht nach 4 bis 5 Jahren einfach festfrisst. Es sind 1000 Euro rum, bis das Ding ersetzt ist. Akku muss raus, das Teil ersetzen, Akku wieder rein, weil beim Dualmotor einfach keine Zugänglichkeit von vorne besteht, wenn das Auto vorne den Motor hat. Und jetzt zeigst du uns mal, wo das ist. So, versuchen wir mal da so rein. Ja, haben wir schon ganz kurz gesehen. Ja. Seht ihr das da hinten? Leute. Ja? Da musst du dran, um das auszuprobieren. Da kommt die untere Schraube weg und dann ist von oben natürlich aufs Lenkgestänge noch. Jetzt mal gucken, sehen wir so mehr, sehen wir auch nichts. Sehen wir sowas da, so sehen wir vielleicht was. Ja? So. Eben, und da ist einfach der Motor im Weg und einfach der Akku von unten, um da vernünftig dran zu kommen, um das zu ersetzen. Und darum Akku raus, das Ding rein, Akku wieder rein, 1000 Euro sind grob weg. Ja. Das, der Motor ist echt ein dickes Ding hier, mein lieber Mann. Darum machen wir bei jeder Nacht gleich noch eine Schutzschicht drauf. Macht es auch bei euch. Frank raus. Habt ihr jetzt gesehen, wie es geht? Da das Ding einschmieren. Vielleicht mal regelmäßig, alle 2 Jahre mal schauen. Markus, ich hoffe, du kommst wieder raus mit deiner Hand. Ich komme da gar nicht mit der Kamera rein. Das ist echt. Kannst du mal von da oben löschen? So. Ich hoffe, dass es jetzt drauf ist. Aber so, jetzt, gell? Irre. Also da sitzt das Ding. Wahnsinn. Das macht bei eurem Model S ein bisschen Probleme, wenn es älter wird. Viele kleine Knips. So, jetzt ist die Kabel schön verlegen. Ja, wir machen Kabel rein und noch ein Schräubchen. Ach, hier fehlt noch ein Schräubchen, Tesla. Ich hab ein Schräubchen vergessen wieder. Ah. Gut, jetzt seht ihr schon mal, wie das aussieht, wenn es mal so grob verlegt ist. Ja, wir haben das eben mit Zeitraffer gesehen. Also wenn du immer so schnell arbeiten könntest, wäre das prima. Ja, genau. Wir haben schon gesagt, warum braucht ihr dann so viel Zeit auf der Tesla-Reparatur. Gell? So, jetzt als letzter Akt in Live-Zeit. Das ist unsere Hupe. Die packen wir nachher noch ein bisschen ein, dass sie nicht ganz so laut ist. Ich werde die auch hier an die Kabel dran machen. Einfach, dass wir keine Erschütterung aufs Blech kriegen oder sowas und irgendwie nachher blöde Geräusche kriegen. Einfach hier aufs. Ja. Die machen wir nachher hier einfach fest. Und dann gucken wir mal, wie es uns nachher stört, ob wir da noch eine Dämmung drauf machen. So, hast du der Frank noch eingestellt? Also, dass er weiter runterzieht, ne?
Ja, wir haben gemerkt, die Haube, wenn sie jetzt zugegangen ist vorher, war sie nicht so schön bündig bei den Kotflügeln. Gehen wir hier an die Geschichte und stellen hier ein bisschen ein. Gut. Vorhin habe ich nicht aufgenommen. Nochmal kurz erklären hier, die Kleine habe ich aufgenommen. Hier ist die Steuerung, genau. Ist hier. Und hier haben wir diesen Piepser dran gemacht, ne? Damit er nicht mit der Karosserie bündig ist und nicht noch lauter ist, wie er sonst sein sollte. Nicht, dass es unangenehme Schwingungen auf dem Fahrzeug gibt. Genau. So. Und da ist nochmal die Taste. Hier ist die Taste. Die kommt dann in den Frank rein. Und wir müssen ganz besonders hinweisen. Das haben wir festgeschraubt hier. So. Noch scharf. So, hier ist dein. Ach ja. Dein Stecker, ja. Original-Tester. Original-Tester-Taster, der jetzt funktioniert. Der funktioniert auch sonst, aber jetzt hat er sogar einen Zweck. Plötzlich arbeitet der Dennis ganz schnell, weil es gibt nämlich bald Mittagessen. Ja, in fünf Minuten müssen wir fertig sein. Ja, 5 Minuten müssen wir jetzt essen. Wir haben schon Essen bestellt. Ja. Was gibt's bei dir? Bei dir gibt es Schweinchen mit Käsesoßen. Ne? Genau, Gorgonzola-Soße und Bratkartoffeln. Bei mir gibt es Meeresfrüchte-Risotto. Das kann ich auch nur empfehlen, das Meeresfrüchte-Risotto. Das war dein Tipp, gell? Jetzt auf einmal wie Zeitraffer. Jetzt brauche ich gar keinen Zeitraffer mehr machen. Jetzt geht das eigentlich. Auf einmal bewegt der Dennis sich viel schneller. Guck mal, wie das geht. Ratzfatz. Ratzfatz. Oh je, jetzt wird alles wieder zugemacht. Aber ohne Scheiß, ich habe diese Taste noch nie gesehen da. Die war vorher nur zum Entriegeln, dass man rauskommt, ne, falls man da drin sitzt. Genau. So ein kleiner Chinese. Wenn außerdem ein kleines Kind oder einen Hund eingesperrt hast. Dann kann der Hund da draufdrücken, dann kommt er wieder raus. Genau. Also, und jetzt öffnet das die Haube. Und jetzt wird sie auch schließen, wenn er drin sitzt, sagen wir so. Ja, gell? Gut, das kriege ich schon noch hin, aber ob das die Haube überlebt, keine Ahnung. Neue Clips. So, dann haben wir das hier noch. Und wir wollten euch das nachher noch zeigen, gell? Das weiß ich. Aber wir bauen jetzt erstmal zusammen. So, jetzt kommen wir da. Eine Minute noch, Markus, dann müssen wir fertig sein. So, da gibt es kein Essen mehr. Ich glaube, den haben sie fast ein bisschen zu tief eingestellt. Und diese Abläufe hast du auch wieder alle reingesteckt? Hier ist alles drin, habe ich vorher gesehen, okay. Links, rechts. Dann haben wir die Luftführung eingebaut zum Innenraum über den HEPA-Filter. Wir haben den Wasserabweiser drin. Wow. Es war echt gar nicht zu laut, gell? Der war gut jetzt. Ist okay. Ist okay, gell? Auch, ja. Dann haben wir Hunger, oder? Jetzt haben wir Hunger, jetzt ist vorbei. Ende. Das war mal nichts mehr anderes. So, Leute, es ist vollbracht. Und schaut mal, wie das funktioniert. Geil, oder? Und wieder zu. Coole Sache, oder? Lacht. Jetzt werden nochmal die Spaltmaße kontrolliert. Ja. Gut. Bei Tesla sind die ganz besonders gut gemacht, die Spaltmaße.
Und bist du zufrieden mit deinem Merk, Dennis? Ja, gefällt mir. Ich sehe, dass der Markus lacht, dann freut es mich auch. Abschließendes Fazit. War schwierig. War okay, oder? Ja. Warst live mit dabei. Unterschied zum Model 3 Einbau. Einfacher, schwerer, gleich. Ein Tick aufwendiger wegen Schloss und wegen dem ein Kabel durchfummeln, wegen dem Taster. Ansonsten, der Rest ist gleich, genau. Also, hier nochmal der Unterschied vom Einbau vom Model 3. Schloss ist natürlich offen zugänglich. Beim Model S haben wir es ein bisschen, ja. Ist alles ein bisschen kleiner hier drin, ja. Okay. Ein bisschen kompakter und schneller eingebaut. Beim Model S ist es auch von vorne geschraubt. Das ist der einzige Unterschied hier. Sonst das System funktioniert gleich. Das hier und das hier ist auch frei zugänglich. Müssen wir kein Kabel irgendwie durchpopeln durch die Gummimuffe, gell? Und dann passt das. Ja. Alles schmaler. Merkt ihr selber. Ja, weil ich habe jetzt den ganzen Tag von mir vorne reingeschaut. Es ist schon eine Vereinfachung. Also definitiv, richtig, gell? Definitiv. Auch hier allein schon, allein die Sache mit dem dass da alle Suppenbowl. Suppenbowl. Das Suppenhuhn hängt hier drin. Genau. Ja. Und da ist nicht mehr so viel gewuschtel wie bei mir, ne? Definitiv. Auch viel weniger. Also Kabel merkt ihr, gell? Kabel, viel weniger Hälfte Kabel als Model S. Ja. Aber jetzt das Model Y nur noch mal 6% Kabel wie vom Model 3. Gell? Das kann man sich doch nicht vorstellen, oder? Also dann müssen wir eigentlich nur noch, haben wir nur noch quasi das hier. Ja. Da ist auch die Lenkung hier, das sieht man hier, kommt auch besser dran, gell? Die gleiche Lenkung wie beim Model S. Und das ist hier das. Das Ding, was da so rosten kann, ne? Genau, da komme ich einwandfrei dran zum Ersetzen beim Model 3, das ist ganz anders gebaut. Hier habe ich auch keinen Dualmotor, gell? Das ist ja der Standard Range. Ne? Und da kann ich, da können wir noch einen großen Kofferraum einbauen, hinter dran. Ja. Gut, dann haben wir das auch noch gezeigt. Können wir auf und zu machen, nochmal kurz zeigen, oder? Zumachen. Zumachen geht ja hier genauso. Machen wir hier und dann. Ups. Das geht natürlich bei mir nicht. Und das war dann dabei in dem Satz, Einbausatz, ne? Ja, kann man separat dazu kaufen. Kann man dazu kaufen? Das ist ein separates Bauteil, das muss ich separat kaufen. Das kann man bei mir nicht separat kaufen. Siehst du? Die Bewegungen müssen ausreichend sein. Und nochmal, das kann man nicht da, beim Model S kann man es nicht dazu. Kriege ich leider nicht rein, nein, weil einfach das Model S ein anderes System integriert ist. Mhm. Und da kann ich nicht einen Fußsensor mit einbauen. Genau. Ah genau, vielleicht Garantiegeschichte zu eurem Frunk. Ist das noch interessant für euch? Ja, erzähl mal. Garantie, Markus, tut mir leid, du hast jetzt Garantie auf alle Hochvoltkomponenten verloren. Okay. Nein, natürlich nicht. Ich habe angefragt im Service Center beim Garantiebearbeiter und der sagt, Garantie verfällt nicht. Wo fällt die Garantie? Natürlich haben sie recht, dass auf die Einstellung der Heckklappe keine Garantie mehr übernommen wird, wenn ich den elektrischen Frunk-Einbau. Mhm. Ist auch verständlich, weil sie sagen können, dadurch kann ja was verstellt werden. Und Trunk und Frunk elektrisch einbauen, also auf die Spaltmaße übernehmen sie keine Garantie mehr. Und natürlich auf die Bauteile, wo was verändert wurde, also auf den Schlossmechanismus vorne. Aber ist nachvollziehbar, da baue ich was ein, da sagen sie, dann übernehmen sie über dieses Bauteil keine Garantie mehr. Und das war's. Alles andere elektronisch oder so hat es keine Einflüsse auf eure Garantieansprüche. Alles klar. Gut, jetzt können wir eine schöne Show machen, ne? Wie Model X, ne? Mit den Türen so. Genau. Jetzt musst du noch richtig programmieren und dann geht's los. Machen wir. Ist das albern, oder? Das ist cool, oder? Irgendwie, wir sind doch alle Kinder, oder? Modernes Spielzeug. Aber ich find's klasse. Wenn ich es einbaue, muss ich auch mal 5-mal auf und zu machen, weil es mich einfach freut. Das habe ich gemeint mit Model X. Jetzt kann man das irgendwie gleichzeitig machen, ne? Mal hier vorne und so vorne und hinten, ne? Und jetzt wieder hinten zu. Und wieder vorne zu. Na gut. Der Mann unterscheidet sich vom Kinde nur im Preis seiner Spielzeuge. Genau. Und in der Größe. In der Größe automatisch. Macht's mal gut. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Schreibt mal unter in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, an den Dennis. Genau. Und abonnieren nicht vergessen, Glocke drücken nicht vergessen. Und das nächste Mal bauen wir den Cybertruck um. Der ist schon auf dem Weg hierher. Dann sind wir gespannt. Ja. Also macht's gut. Ciao. Liebe Leute, warum solltet ihr einen Tesla Referral Code benutzen, wenn ihr euch einen neuen Tesla kaufen wollt? Sofern ihr euch für ein Model 3 entscheidet, natürlich, weil ihr damit 1500 Freikilometer am Tesla Supercharger bekommt. Warum solltet ihr jetzt aber unseren Tesla Referral Code benutzen?
Wir haben uns letztes Jahr entschieden, privat nicht mehr zu fliegen, hatten jedoch kein Auto und haben uns in diesem Zusammenhang entsprechend auch entschieden, ein Elektroauto zu kaufen. Aus Überzeugung haben wir uns da für ein Tesla Model 3 entschieden und sind aber privat in Berlin lebend, auch viel in unserer zweiten Heimat, dem Rheinland, und zwei, dreimal im Jahr in Frankreich und zusätzlich in der Schweiz unterwegs, sodass wir wirklich auch viel Langstrecke fahren, zwischen 20.000 und 30.000 Kilometern im Jahr, und das natürlich alles mit Ökostrom machen wollen. Wir freuen uns also, wenn ihr für diese Langstrecken, wo wir auf das Supercharger-Netz angewiesen sind, uns 1.500 weitere Freikilometer ermöglicht, und wünschen euch viel Freude dabei, die Mobilität der Zukunft schon heute erleben zu können.